Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Selbst ich war gerade überrascht, dass da jemand hing. Du wolltest unbedingt ins Video, ja? Kann ich verstehen. Und du bist wer? Ein Raider. Pass jetzt mal ein bisschen auf, wenn wir hier schon lang laufen. Ich denke mal, hier werden irgendwo noch Raider rumhängen. Und es ist, glaube ich, die Zeit auch gekommen, mal ein Redway einzuziehen, oder? Komm, Redway. Mal wieder ein bisschen mehr Leben zu haben, ist auch nicht schlecht. Hule? Hule. Was macht er da? Hat er ihn durchwühlt und gemerkt, dass er nichts dabei hatte? Messinglaterne. Ich würde ihn doch gerade übelst einen Headshot verpassen. Headshot! Na super. Kommt schon der nächste raus. Au. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Du bist nicht getroffen. Jetzt lass mir Not in Ruhe. Ja, genau. Zeig's ihm. Gib's ihm. Das haben die verdient. Also dem ersten kritischen zu verpassen ist schon nicht schlecht. Vielleicht sollten wir mit der Schallgedämpfe noch mal wieder arbeiten. Zack, zack, zack. Kräftig. 2,3-facher Schaden. Wir haben uns verbessert. Auch wenn ich ziemlich Munitionsverschwendung gerade betreibe, weil ich nicht getroffen habe. Das ist echt ärgerlich, weil wir nicht so wirklich viel Munition haben. Kronkorken. Was machst du da hinten? Willst du mir was zeigen? Ist Timmy wieder in den Brunnen gefallen? Ich glaube, du willst mich gar nichts zeigen, ne? Du willst mich verarschen, glaube ich. Na gut. Ich würde sagen, wir beginnen mit dem Schleichmodus hiermit und dann gehen wir einen nach rechts. Gut. Der Beginn und dann einen nach rechts. Da werde ich mich doch noch dran gewöhnen. Coca-Cola ist sauber. Und das werden wir dann zu Hause ein bisschen einfrieren, währenddessen wir im Livestream sind. Und dann kommen wir nämlich mit eiskalter Coca-Cola aus. Schlüssel. Ach, hier komme ich damit rein. Ah. Für ein bisschen Stimpact, auch für ein bisschen Redaway. Na gut, wieso nicht? Wir müssen echt mehr Tiere jagen. Wir müssten irgendwie mal eine Folge rausgehen und irgendwie ein paar. Ah, oh, wir hatten da. Oh nein! Ah. Oh. Als wir den Brahmi gesehen haben, hätten wir ihn töten sollen. Ich muss alle Tiere töten, die ich sehe. Und ich muss langsam mal wieder was kochen, ey. Na gut, schauen wir mal. Da oben werden wahrscheinlich noch ein paar Ghule rumhängen. Dann sind wir draußen. Dann gehen wir mal nach Diamond City und werden da mal ein bisschen handeln, ein bisschen Munition besorgen für uns. Ach, wir sind auf der anderen Seite. Ich würde sagen, wir gehen mal hin und dann. Oh, schimmliges Essen. Ja, das ziehe ich mir gerne rein. Fleisch und Bohnen. Oder ich sollte mal ein bisschen mehr darauf achten, dass wir irgendwie Essen auch finden, ne? Hier wollen wir nichts essen technisch, oder? Naja, aber Klebeband. Na gut. Dann hauen wir mal ab hier. Ich wollte ja eigentlich warten bis zu dem Zeitpunkt, dass wir bei uns in der Stadt handeln können, aber bis wir da sind, dass wir handeln können in unserer eigenen Stadt, das dauert noch ein bisschen, weil wir brauchen mindestens noch 4 Level, bis wir diesen Anführer haben. Bist du ein Spider-Ghoul gewesen, oder was? Ich fällt einfach von oben runter. Deswegen genügend Level haben, um uns dann die Verkäuferstände zu holen. Schachtel Zigaretten, gut, nehmen wir mal mit. Was hast du gefunden, Kleiner? Ist hier Essen? Dose. Ach, ein Safe! Dankeschön. Und deswegen nehmen wir auch
den guten alten Doc Meat mit, weil er uns die Safes sucht und findet. Genau das, was wir brauchen. Geschafft. Gummapatrone? Was ist eine Gummapatrone? Aha. Kleiner, komm. Ich wollte dich nicht nehmen. Hier drüben. Handeln. So. Dann nimm mal alles, was ich jetzt derzeit nicht brauche. Ich meine, ich gehe jetzt sowieso Richtung Diamond City. Aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. Aluminiumkanister. Ich denke, das ist recht wertvoll. Du hast schon wieder was gefunden. Wo bist du? Gut, da wollte ich sowieso hingehen. Jetzt bringt er mir die Waffe. Du bist so cool. Du willst dich verarschen, oder? Da kotzt da all meine Waffen wieder aus. Ich fass das nicht. Zum zweiten Mal. Sie hätte wahrscheinlich darunter gefallen. Ich will das Zeug verkaufen, Doc Meat. Mann, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Kommst du her? Ich glaube, das müssen wir den Wissen hier auf jeden Fall noch fixen, dass er nicht irgendwie alle Waffen auskotzt plötzlich. Oder dass er es einfach gleich im Inventar behält. Was haben wir denn hier noch? Ach, ein Koffer hat eingesperrt, ist okay. Schön. Gut, bringt mir nichts. So, Doc Meat. Hey. Jetzt habe ich es genommen. So. Vielleicht sollte ich auch aufpassen, was ich ihm mit was ich ihm fütter. Vielleicht hat er das nur ausgekotzt, weil ich ihm irgendwie schlechtes Zeug gegeben habe. Kann ja sein. Stecherabzug brauchen wir auch nicht. So. Ah, wer bist denn du? Gebührenplan. Hatten wir doch schon mal, ne? Ja. Des Präzisionsschützenbeleuchtung. What? Ist ein bisschen lange der Name, oder? Ist das eine Waffe? Ja, sieht nett aus, ne? Aber... ist nicht wirklich was. Okay, Diamond City, Freunde, Diamond City. Oder wir geben erstmal die Quest ab. Das geht natürlich auch. Es geht natürlich auch. Quest, wo sollten wir die hinbringen? Ach, direkt zum Polizeirevier wahrscheinlich, ne? Ach, genau. Na gut, gehen wir da mal hin und dann gehen wir im Endeffekt nach Diamond City ein paar Sachen verkaufen. Es wird langsam mal Zeit. Zu Hause haben wir noch ganz viele Sachen gelagert, aber die werden wir dann verkaufen, sobald wir wirklich einen Stand haben. Oder wenn ich Bock habe, im Livestream nochmal ein paar Sachen zu verkaufen, können wir das auch natürlich da machen. Aber erstmal geben wir die Quest ab und holen uns die Erfahrung, die Gratis-Erfahrung. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre schwerer. Als ich das letzte Mal die Quest angenommen habe, habe ich echt gedacht, das wäre so eine richtig schwere Quest, wo ich später hingehen sollte. Aber ich denke mal, dieses eine Level, das wir im Livestream gemacht haben, das wird es echt gebracht haben. Das hat uns ja richtig stark gemacht. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Da musst du noch fragen? Und Halen denkt, ich wäre aufsässig. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt, Pech gehabt. Melde dich jetzt bei Paladin Dance. Er hat eine Mission für dich. Wenn du für den nächsten Einsatz bereit bist, weißt du ja, wo du mich findest. Mach ich, aber wir wollen erstmal nach Diamond City gehen, um da ein bisschen zu handeln. Charisma, zack. Diamond City. Können wir eigentlich auch gleich eine Aufgabe auswählen, ne? The Wheel des Commonwealth. Es ist höchstwahrscheinlich das Megaton
von Commonwealth, wo wir jetzt hingehen, weil Megaton ist ja auch die erste große Stadt, die man besucht. Und die war damals einigermaßen eindrucksvoll. Eindrucksvoller fand ich es eher, dass da eine Atombombe drinne war, die man entschärfen sollte, und ich habe es immer wieder hochgejagt. Bis auf im Let's Play, da habe ich mal geholfen. Da habe ich mal einen auf nett gemacht im Let's Play. Also falls ihr mal sehen wollt, wie es aussieht, wenn man Megaton nicht in die Luft jagt, dann guckt mein Let's Play an. Ich denke mal, sehr viele von euch werden das Ding in die Luft gejagt haben, so wie ich auch. Ich meine, es gibt einen Bonus. Raider Abschaum. Kannst du mal bitte die Waffe rausholen? Wer ist denn das? Holy shit. Alter, als er mich angeschossen hat, habe ich voll viel Blut verloren. Er hat mich nie mehr getroffen. Ich habe gedacht, ich bin fast tot. Was war das? Ach, seine Waffe. Na gut. Diamond City befindet sich da. Oh, ich darf nicht in der Nähe des Gebäudes sein, ey. Ach, damit finden. Wo? Auf dem Dach? Nichts. Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Ja, sehe ich auch so. Ich werde dich finden. Da bist du ja, du kleiner Bastard. Na komm her. Fuck. Okay, den Rest wird auf jeden Fall unser Hund machen. So, einmal schön auf den Kopf geknibbelt. Da passt das schon. Gut, dass wir sehr viele Infrapistole, sehr viele Molotovs finden. Wir haben doch jetzt eine richtig starke Waffe hier. Wir haben das hier, ne? Wieso haben wir gerade etwas gefunden, was noch mehr Schaden macht? Ist das überhaupt möglich? Nö, das war eine Impro-Pistole. Sah nur so aus. Notiz. Raider-Notiz. Beide mit Notizen unterwegs. Was habt ihr denn für Notizen für mich? Daten? Aufgaben? Nee, Inventar, ne? Diverses. Notiz. Billy, 10 mm ist endlich in meinem Besitz. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, das Ding zu verkaufen, ohne dass jemand spitz kriegt, was wir vorhaben. 10 mm? Was? Versteckt habe ich das Ding in Satellitenstation Reverse. Nee, Reverse. Wir treffen uns heute Abend dort. Zu. PS, achte darauf, dass dir niemand folgt. Ich glaube, John wird langsam misstrauisch. Raider-Notiz. Angeblich hatte die Bande in Monsignor Plaza neulich einen großen Beutezug. Wenn wir hart genug zuschlagen, können wir uns reichlich Kronkorken rausspringen lassen. Okay, wir haben 2 Nebenmissionen bekommen anscheinend. Das finde ich cool. Sonstiges da. Berge 10 mm aus. Okay, da werden wir auch noch hingehen, aber nicht jetzt. Will nach Diamond City gehen. Ich hab mehrere Quests offen, ne? So, das hat mich nämlich irritiert. Wir müssen da hinten hin. Ab und zu mal den Mats-Modus anschalten. Wenn wir die Gegner sehen, bevor die uns sehen, haben wir schon den Kampf gewonnen. Och man, hier sind aber so viele Gebäude und ich muss überall reingucken eigentlich. Eigentlich muss ich wirklich überall reingucken. Ice Cream. Ob es hier noch Eis gibt? Es gibt ja hier auf jeden Fall eine große Babyflasche. Und gar nicht mal so kleine Kaffeemaschinen. Allein schon diese Kaffeetasse da unten, ey. Espresso-Maschinen. Wie man die Dinge auch nennt. Ich muss sagen, ich bin kein Freund von Espresso. Ist mir doch ein bisschen zu viel.
Die Frage ist natürlich, komme ich dahin, ohne irgendwas anderes zu entdecken? Das ist schon zu gefährlich. Also so gefährlich, dass ich das Ding aus Versehen erkunde. Was ich aus Versehen erkunde, auf der Karte, muss ich auch angucken. Ach, Militärfrequenz verloren. Ich wollte gerade sagen, was ist denn los? Wrack der US Riptide. Ach da. Eigentlich müsste ich da rauf, ne? Also. Ich verstehe. Das, Freunde, ist ein Fall für die Sniper. Kriegt ihr mal wieder in den Griff. Genau, kriegt dich in den Griff. Shit. Ich hab gedacht, von da aus kann ich gut snipern, aber nein. Ich denke, das hier ist gut genug, wenn ich jetzt noch einen von denen sehe. Ah. Das soll zweifaches Schaden gewesen sein? Ja, da ist er mal vor Freude kurz explodiert. Ist er gerade da in diesen Panzer eingestiegen? Er ist verschwunden. Headshot! Das Schöne ist, die wissen gar nicht, wo ich bin. Aber es sind Psychos. Das sind eine neue Art von Raidern. Nochmal ein Headshot. Mist, ich treffe den nicht. Wie viele da abgammeln? Aber macht nichts. Die treffen mich nämlich nicht. Das ist das Gute daran. Aber die verflucht viel Leben. Ich muss warten, bis die mich hier nicht mehr sehen. So einen Schalldämpfer hätte ich echt gebraucht, ne? Für meine Sniper. Einen Schalldämpfer. Aber das kann ich noch nicht anbauen. Jojo, mach du mal. Sieht so aus, als wäre da oben jemand. Auf meiner Höhe. Nö, ich warte erstmal. Weil wenn ihr mich nicht mehr seht, kann ich euch einen zweifachen Schaden machen. Einfach verstecken. Wir werden mich gleich nämlich nicht mehr finden. Nichts. Zumindest sieht es verdammt normal aus. Ja, nichts. Nur eine Kugel in deiner Brust. Headshot. Aber der ist so gut wie tot, ne? Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ah, das, ich kann den Atem anhalten. Oh. Das, ach, das verbraucht aber AP. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Okay, das ist natürlich sehr hilfreich mit dem Atem anhalten. Das hätte man mir mal vorher sagen sollen. Das hätte mir da mehr gebracht. Aber gut, Freunde, wir lernen täglich dazu. Von daher, alles in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, dass Legendäre immer mutieren. Das heißt, sobald sie eine Anzahl an Leben verloren haben, fangen die an zu mutieren, die Legendären. Also ist immer noch ein Gedanke von vor letzter Folge, den ich jetzt endlich weggebracht habe. Wo kommt das Licht her? Und die auf jeden Fall nicht, ja. Ob das jemand gemerkt hat? Wieso gehst du so komisch? Der hat eine Power. Oh Gott, das ist so ein Kranker.
Okay, das hat mir jetzt nichts gemacht, das Feuer. Ah doch, er hat Leben verloren. Er hat definitiv Leben verloren. Ich glaube, das ist so ein legendärer, ne? Nur kann er nicht legendär werden, weil er kein Monster ist. Oh Gott, er kommt hierher gerannt. Erstmal speichern. Du bist nicht der, den ich erwartet habe. Boah, die nehmen ja wirklich keinen Schaden, ne? Okay. Hui. Okay, die AP reicht nicht für die Waffe. Das ist ja crazy. Ja, ist ja gut. Hör auf, mich zu treffen. Achso, der Zeitlupenmodus ist angegangen. Sauber. Kann ich ihn nämlich perfekt auf den Kopf treffen. Okay. Für Zeitlupenmodus. Und hallo, fast tot. Noch ein bisschen Melone. Mörlöck-Ei und dann ist gut. Der Typ hat eindeutig zu viel Leben. Ich ziehe ihm gar nichts ab. Okay, was, wenn ich mich verstecke? Wie hat er denn am Anfang so viel Leben verloren, Kleiner, weißt du das? Wieso greifst du nicht an? Er ist dabei, mich zu verlieren. Er hat mich verloren. Dann verstecken. Einfach verstecken. Wo ist er hin? Hat immer noch so viel Leben. Der Heck. Okay, versuchen wir es mal auf die Tour. Krasser Typ, du. Oh, ein Torso für unseren Raid-Anzug, sauber. Ist mir egal, ob ich zu viel trage. So. Kleidung. Das gehen wir gleich ab. Pastorengewand kennen wir schon. Der Helm, der Torso. Ah, den, wir hatten schon mal so ein Torso, ne? Das war unser zweiter Torso, glaube ich. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Leichtbau, lackiert. Lackiert sogar. Ich bin begeistert. Das hat er uns gerade gegeben, ne? Hm. Ein richtiges Scharfschütze. Es ist zwar jetzt ein richtiges Scharfschützengewehr, aber tatsächlich ist unser improvisiertes Scharfschützengewehr schlechter, tatsächlich. Aber es verbraucht auch 308er Munition. Na gut. Dann wechseln wir halt wieder die Waffe. Ja, was nehmen wir denn jetzt? Das kann ich ja nicht nehmen. Wobei das... Komm, scheiß drauf.
Ah, ich bin überladen. Meat-Dog, komm her. Dog-Meat. Mir egal. Löffel, was läufst du denn weg? Ich bin überladen. Ja, der Hund hat was gefunden. Das ist schön, aber wenn ich nicht hinkomme, bringt er es einen Scheiß. Lauf doch nicht weg. Toll, wo sind? Das hätte ich doch hier sowieso alles untersucht. Ödland Überlebensführer. Na also. Total improvisiert. Nicht schlecht. Okay. 50%ige Heilung durch Früchte und Gemüse. Oh, nice. Ja, das ist schön für dich. Komm, handeln. Ich muss das ganze Zeug loswerden, ey. Oh. Es geht ja mal gar nicht. Ich bin hier komplett überladen. Step back und buff out. Oh, ich kann schlafen gehen. Huh. Muss ich mich schon mal nicht heilen. Das ist gut. Das ist richtig gut. So. Jet nehmen wir auch. Ich werde es aber verkaufen. Ich werde nie wieder Jet nehmen, ey. Nie wieder. Das ist Dreckszeug. Wird man abhängig von und dann kommt man nie wieder davon los. Maschinenpistole, nice. Na gut, doch nicht so nice. Habe ich schon mal mehr Schaden gesehen. Hast du da eine Blechdose im Maul? Ist ja seltsam. Habe ich dich umgebracht? Kann ich mich gar nicht erinnern. Gedämpft. Oh, Metallrüstung. Gucken wir uns mal an. Ich hasse es. Ne? Ich hasse es. Okay, du kriegst gleich jetzt nochmal ein bisschen Rüstung. Na gut, doch nicht. Kannst du nicht tragen. Der Harnisch. Kannst auch nichts mehr tragen, ne? Okay, wir müssen nach Diamond City ohne... Scheiße, ich bin überladen. Ohne großartig Loot am besten. Das hier hat ein Gewicht von 0. Achso, der Torso ist kaputt. Es wäre noch schöner, wenn der jetzt heil wäre. Dann würde er noch mehr wiegen. Ja, was werfen wir denn jetzt weg? Maschinenpistole ist verdammt schwer. Das Jagdgewehr ist schwer, aber... Gerade die schweren Sachen sind immer so teuer. Komm, du kannst weg. Und nochmal weg. So. Diamond City, ich komme. Ich muss jetzt hier mal da langsam mal ein paar Sachen verkaufen. Ich kann schon nichts mehr schleppen. Naja, liegen da halt ein paar Haie. Kein Problem. Hab auch immer Haie als Dekoration bei mir rumliegen. So, Diamond City muss da irgendwo um die Ecke sein, ne? Wieso zeigt er mir keine Entfernung an? Ist es doch noch so weit weg? Nö, ist hier gleich um die Ecke gut. Und da wird schon wieder geschossen. Diamond City, ne? Geradeaus. Diamond City Security. Wieder oder was greifen die an? Ach, Supermutanten. Was bist du? Mutantenhund? Das ist doch kein Mutantenhund, das ist ein Riesenmaulwurfsrad, ey. Mist, die Dinger haben so viel Leben. Ach, jetzt zielst du auf mich, ja? Das ist nicht so nett. Eigentlich müsstest du schon längst blind sein. So. Acht Erfahrung.
ja nix. Okay, Supermutant. Du musst sterben. Es tut mir leid. Jetzt versteckt er sich auch noch. Okay, ich würde sagen, wir holen die Shotty raus, die wir nicht mehr haben. Weil ich so intelligent bin. Und machen einfach nichts. Ha! Bam! Ach, der ist ja gar nicht tot. Habt ihr nur umgeschubst? Was machst du da? Heulst du jetzt etwa? Oh! Es ist vorbei. Talk me, Day. Hallo. Scheiße, du hast wohl keine Angst vor Mutanten, was? Du bist Nö. Unser Mann. Hey. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Mach ich, aber erstmal loot ich. Mutantenfleisch kann ich gebrauchen. Und wo sind die Kadaver der Supermutanten? Jetzt haben wir schon mal einen Arm oder irgendwas ähnliches. Ich kann es noch nicht wissen. Panzerbrechend. Gucken wir uns mal kurz an. Ansonsten lasse ich das erstmal hier liegen und komme einfach gleich wieder, wenn ich alles verkauft habe. Das ist eine gute Idee. Gedämmt. Ja, wieso nicht? Wieder so eine Scheißwaffe, ne? Ach ja, überladen und so, ne? Obwohl, die würde ich gerne verkaufen. Sollen wir was anderes wegwerfen? So, ich komme wieder, nachdem ich bei Diamond City war. Immer den Pfeilen folgen. Ist das der HSV? Sind das nicht die Farben vom HSV? Ah, oh, cool, ein Geschütz. Diamond City, hier entlang. Okay. Ein Augenbot der Enklave. BTF. Also, es gibt da. Okay. Also, mehr ein. Was soll das heißen? Du kannst das Tor nicht öffnen. Hör auf mit dem Misterny. Verdammt, ich stehe hier völlig schutzlos in der Gegend. Ich hab Befehl, dich nicht reinzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mach nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, sieh nur, das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach aussperren. Mach auf. Was ist los? Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Ich bin zwar gerade erst hier angekommen, aber ja. Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein? Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch den Laden gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn nur verarscht haben. Du zuerst. Nur zu gerne. Wer hat dich denn wieder reingelassen? Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! Ich werde deine Druckerpresse verschrotten. War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Von welcher Zeitung redest du? Meiner. Public Occurrences. Wir sind die Stimme der Wahrheit. Also, bist du für uns oder gegen uns?
Hasse-Zeitung, Zeitung unterstützen, nicht meine Angelegenheit. Ja, ich meine, Meinungsfreiheit und so ein Kram, ne? Presse und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort. Für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Ich suche nach etwas, ne? Ich suche nur was. Oh, und wonach suchst du genau? Mein Sohn, ein Junge, vermisste Person, ein Junge. Einen kleinen Jungen. Er wurde entführt. Hast du gerade entführt gesagt? Und McDonough? Wird die Diamond City Sicherheit der Sache nachgehen? Und was ist mit den ganzen anderen vermissten Meldungen, die du bisher ignoriert hast? Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Oh. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für weitere Fragen. Alter, ich habe 2 Punkte in Charisma gesetzt. Viel beschäftigter Mann. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt in unserer schönen Stadt. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Vom Bürgermeister persönlich in Diamond City begrüßt werden. Fühlst du dich da geehrt? Pass auf, ich habe noch was zu erledigen, aber komm doch nachher mal in mein Büro vorbei. Ich habe da eine Idee für einen Artikel, für den du perfekt geeignet wärst. Ja, klar, gerne. Die Story des Jahrhunderts. Begib dich zu Pipers Büro. Und bevor wir uns hier in Diamond City umsehen und noch ein paar Händler aufsuchen, um unser Zeug loszuwerden, würde ich sagen, sehen wir uns aber erst morgen wieder zu einer neuen Folge. Dann verkaufen wir, dann gehen wir zurück zu den Supermutanten und dann können wir auch den Rest mal kurz andere Quests machen. Pipapo, ich freue mich drauf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.